Die Feinde der offenen Gesellschaft sind schwer zu definieren, aber vermutlich die größten Feinde, ohne es zu wissen, sind die, die gar nicht wissen, dass es eine offene Gesellschaft gibt. Und das sind ja eher die Menschen, die ich versuche, mit meiner Arbeit zu porträtieren. Das heißt, ich gehe nicht, ich mache keine politische Analyse und sage dann, dass die Verantwortungsträger daran schuld sind, sondern es gibt ja viele Menschen, die an demokratischen Prozessen teilnehmen, die sich ja oft nur auf Wahlen beschränken. Also so wie es gestern auch gesagt worden ist, oder wie es in den Vorträgen gesagt worden ist, dass Demokratie sehr oft damit verwechselt wird, dass Wahlen abgehalten werden. Und dann schauen die Ergebnisse oft so aus, wie die Bedürfnisse und wie dieses Gefühl des zu kurz gekommen Seins oder welche Menschen bewundert werden. Und das ist viel eher eine Gefahr vermutlich für die offene Gesellschaft, dass Menschen nicht wissen, dass sie in einem solchen leben könnten oder auch leben zum Teil. Also es ist ungefähr derselbe Ansatz, den wir mit unserem Wissenschaftskabarett bei den Science Busters haben. Wir machen das Programm für Menschen, die gar nicht wissen, dass sie sich für Wissenschaft interessieren. Und deshalb machen wir das ganz niederschwellig und versuchen die Menschen dazu zu bringen, dass sie draufkommen, dass sie das eh interessant finden, was es eh gibt, was sie bezahlen und woran sie teilnehmen können. Und was sollen wir tun? Das ist schon viel schwieriger zu beantworten, weil natürlich, wenn man einigermaßen privilegiert geboren ist, wie als weißer, männlicher Österreicher, ist es natürlich leicht, friedlich zu sein, weil man viele Chancen per Geburt mitbekommen hat, sie zu entwickeln und sie in der Welt zu bewegen. Aber grundsätzlich ist das, was man wahrscheinlich tun kann, wenn man sie nicht bewaffnen möchte, und vieles spricht dagegen, dass man sie privat bewaffnet, ist halt wirklich, sie argumentativ aufzurüsten und halt zu reden und zu sprechen. Und wir haben das wiederum, das Wissenschaftskabarett zitierend, wir haben das am Anfang sehr apodiktisch gemacht, dass wir, wenn wir über Pseudomedizin oder Homöopathie geredet haben, haben wir gesagt, das ist der Standpunkt der Naturwissenschaft, alles andere ist Unsinn. Das stimmt natürlich. Nützt aber nichts, wenn man es den Menschen sagt, die aus irgendeinem Grund das trotzdem für vernünftig und interessant und erfolgsversprechend halten. Das heißt, man muss dann andere Zugänge finden, und ganz oft reicht, wenn man nur versucht, Irrtümer aufzuklären. Also ein Kollege von mir, José Arachila, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, und der versucht in seinen Programmen und auch in dieser Ombudsmann-Kolumne, die wir machen, immer Dinge zu erklären, wo er das Gefühl hat, das wissen die Menschen noch nicht, wie zum Beispiel, dass es zwischen Sozialhilfe und Arbeitslosengeld einen grundlegenden Unterschied gibt. Und dass es überhaupt keinen Sinn hat, zu sagen, jemand hat noch nie eingezahlt, deshalb kriegt er keine Sozialhilfe. Also dass das ein Irrtum ist und dass das nicht weit verbreitet ist, und das macht er sehr, sehr ruhig, sehr, sehr unpointiert am Anfang oft, und diskutiert sehr viel auf Facebook-Foren mit Menschen und sagt aus seiner Erfahrung, dass das oft so ist, dass die Menschen dann schon, Dankbarkeit ist eine blöde Kategorie, aber dass die tatsächlich dann erfreut sind, darüber was erfahren zu haben, was über dieses Marktgeschrei, das halt ansonsten jetzt politische Kommunikation genannt wird, hinausgeht. Okay.